Ja, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns noch ein weiteres Video von Starfield an. Starfield Meet Vasco heißt das Ganze. Wie wir ja schon wissen von den anderen Videos und Trailern, haben wir einen Roboter, der uns als Begleiter dienen wird, mit dem Namen Vasco. Und hier in diesem Video wird das Ganze hier wohl vorgestellt. Ich denke mal, wenn es ein eigenes Video dazu gibt, wird er ziemlich wichtig sein. Und von daher würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ja, mal schauen, was uns da erzählt wird. Hi, I'm Istvan Paley, Lead Artist on Starfield at Bethesda Game Studios. We're excited to introduce you to one of our favorite companions in the game. Hello. Constellation's very own expeditionary robot, Vasco. As an early model built by Lunar Robotics, Vasco was refurbished to meet the requirements of Constellation. Ich finde den ja schon irgendwie auch sympathisch, diesen Roboter. Heavy industrial machine well suited to the rigors of space travel. Vasco's design is based on a standard Type A bipedal chassis, capable of traversing rough terrain. Und dieses gesamte Bild, wie Vasco dasteht und erscheint, erinnert mich an irgendeinen anderen Roboter aus einem Film oder einem Spiel, aber ich weiß gerade auch nicht mehr. Was genau? Aber es kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. All the survival gear and payload capacity needed for Kann er uns dann wahrscheinlich mit diesen ganzen Gegenständen, Equipment helfen? Ist er unser Lastesel? Kann er auf Gegner schießen? Oder irgendwie mit dem Haken vielleicht eine Tür öffnen. Standard overland journeys. Vasco does have defensive capabilities should the need arise, but his primary role is peaceful. He wears the white and red livery of Constellation. Though many years in the field. Ist auf jeden Fall dann interessant mit einem Roboter rumzulaufen als Begleiter. Weil das ja was ganz anderes ist. How can I be of assistance? But he's still the reliable companion that an intrepid explorer like yourself can depend on. Da bin ich mal gespannt drauf, wie das dann sein wird. A Joint Constellation. Sehr nice. Das war ein ganz kurzes Video, wir haben nicht allzu viel Neues erfahren. Aber ich glaube, mit Vasco kommt man sicherlich sehr gut zurecht. Das ist ein interessanter Begleiter. Mal nicht etwas Menschliches. Ja. Von daher würde ich sagen, war es das schon von diesem kleinen, kurzen Reaction-Video hier auf dem Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.